Hallo, ich bin der WLAN-Freak von der TopPoint. Ich habe jetzt gerade sehr, sehr spontan die Möglichkeit bekommen, unseren Verein vorzustellen. Wir sind der Kieler Hackerspace. Da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Den gibt es schon sehr, sehr lange. Die TopPoint ist damals entstanden durch das Internet. Und zwar bevor es das Internet eigentlich wirklich war. Die haben nämlich angefangen, als mit der ersten quasi Modemverbindung und Telefonverbindung zusammenzubringen und waren der Umschlagsplatz der ersten Bits und Bytes in Schleswig-Holstein und Deutschland, kann man glaube ich auch sagen. Ja, mittlerweile, wie lange haben wir jetzt gefeiert? 32 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre, irgendwie so? Ja, ich komme da immer durcheinander. Ich bin halt zu jung, ich war nicht am Anfang dabei. Genau, wir haben ganz viele tolle Angebote bei uns. Ich habe jetzt leider keine richtigen Folien dabei, ich habe jetzt mal hier die Webseite aufgemacht. Wir sind erstmal ein gemeinnütziger Verein, also das heißt, wir kümmern uns darum, das auch weiterzugeben, was wir da selber machen, was wir an Projekten haben und bieten das auch für die Öffentlichkeit an. Wir sind jetzt während der Pandemie umgezogen in neue Räumlichkeiten, in Holzkoppelweg 20, haben da ganz schöne tolle Deko im Fenster, die sieht man jetzt hier zum Beispiel auch. Es leuchtet da immer schön bunt, wenn man da abends vorbeikommt. Ist auch gleichzeitig das Zeichen, dass meistens jemand da ist. Wir kümmern uns ganz viel darum, bunte Lichter zu bauen im Elektronikbereich, im Programmierbereich haben wir eine tolle Werkstatt da, die wir da aufgebaut haben. Wir haben eine Retro-Ecke, die ich persönlich sehr toll finde. Also wer mal alte Spielekonsolen mal wieder in Action leben möchte und alte Spiele spielen möchte, ist auch bei uns herzlich willkommen. Wir haben eine sehr gute Mate-Versorgung in verschiedenen Geschmacksrichtungen, meistens sogar gekühlt, jetzt im Sommer auch sehr nett. Genau, wir haben ganz viele Workshops und so, die haben wir hier in den Veranstaltungen drauf. Das sind jetzt hier die vergangenen. Da lade ich einfach mal ein, bei uns auf der Webseite vorbeizugucken. Da ist immer was Tolles dabei. Das kommt gerade wieder ein bisschen hoch. Müssen wir mal gucken, wie es in der Zukunft weitergeht so mit dem ganzen Geschehen. Aber ich denke mal, das läuft alles wieder. Genau, wir sind hier auch auf den Kieler Linux-Tagen vertreten, unten am Stand. Also wenn ihr persönlich hier seid, kommt vorbei oder schreibt uns. Wir haben auch eine eigene Matrix. Das heißt, da kann man uns auch kommunizieren, anschreiben, mit uns ins Gespräch kommen. Genau. Was haben wir noch an tollen Projekten? Ah, wir haben eine Holzwerkstatt, die ist gerade wieder ein bisschen im Aufbau. Wir haben noch so lustige Projekte wie eine CNC-Fräse im Keller stehen, die mal wieder ein bisschen geölt werden müsste. Wir haben ein bisschen Metallverarbeitung. Wir haben ganz viel Löten, Elektronik, wie gesagt, einige Geräte, einige Messgeräte. Genau, viel Fläche, sich zu treffen. Also wenn ich meistens da bin, komme ich nicht zu meinen Projekten, weil es das Soziale eigentlich eher im Vordergrund steht. Also ich schnack da eher mittlerweile, anstatt dass ich meine Sachen mal erledigt bekomme. Ist aber auch ganz nett und das genießt man in der aktuellen Zeit auch ein bisschen mehr. Genau. Fällt dir noch was ein? Okay, ich wiederhole das mal. Also bei RetroSat läuft die C64-Lerngruppe. Also mit Disketten wird da gearbeitet, genau. Ja. Kenne ich auch noch, das ist genau schon ein bisschen her. Also wer das nicht kennt, googelt das mal. Was haben wir gestern gemacht? Gestern hat jemand zum Beispiel in Räumlichkeiten, da haben wir uns nach der Veranstaltung dort noch getroffen, nett zusammengesessen, da habe ich mein Handy verliehen, da hat jemand schön Bilder gemacht für genau diesen Vortrag, die ich jetzt leider auch dabei habe, aber nicht repräsentativ so schön vorbereitet gerade. Da hätte man jetzt einen schönen Flur gesehen mit bunter Beleuchtung, wo man durchgeht und das so schön sich bewegt alles, ganz liebevoll animiert. Dann hat er Bilder gemacht von dieser Retro-Ecke, das ist eine gemütliche Couch mit einem alten Röhrenfernseher, weil niemand würde eine alte Spielekonsole an einen Flachbildfernseher anklemmen, das macht es einfach kaputt, kann ich auch nicht empfehlen. Da hätte man jetzt auch wahrscheinlich ein kurzes Video gesehen, wo die Klänge dieser alten Systeme zu hören sind, so ein schöner 8-Bit-Sound, das ist dann quasi durch die Räumlichkeiten so ein bisschen geheilt bei uns, das war sehr schön, das mal zu hören. Genau, währenddessen ist so ein bisschen Mate konsumiert worden, ab und zu wird auch was bestellt und wir haben auch eine kleine Küche. Da gibt es auch eine sehr strikte Trennung. Es gibt Messer und Besteck quasi, was nur für vegane Sachen benutzt werden darf. Das ist extra beschriftet. Da achten wir auch sehr drauf. Also das finde ich auch sehr cool. Also da gibt es halt für jedes Individuum, was irgendwie besonders seine Wünsche hat, das wird da wird Wert drauf gelegt. Das finde ich auch immer sehr gut. Genau, dann haben wir, eine schöne Couch-Ecke, wo man auch zur Ruhe kommen kann, wo man ein bisschen Musik hören kann, ein, zwei Zeitschriften, die wir rumliegen haben. Genau, kommt einfach mal vorbei, guckt euch das an. Ich glaube, das ist besser als eine Beschreibung, die ich jetzt hier so spontan nur raushau. Genau. Habt ihr Fragen? Ich wollte mal fragen, ich weiß gar nicht, gibt es heute auch was extra zu Freifunk, aber du bist ja da drin, ob du was zu sagen willst? Ja, Freifunk ist so ein Thema. Ich kann ja mal erzählen, was wir gestern Abend gemacht haben.
Also wir haben gestern Abend versucht herauszufinden, warum das Freifunk nicht funktioniert in unseren Räumlichkeiten und haben daran gemerkt, dass die IT-Security sehr ernst genommen wird in so einem Hackerspace und es auch gar nicht so einfach ist, durch den Datenschutz herauszufinden, wer für die IT-Security verantwortlich ist, um das mal nett zu beschreiben. Freifunk ist so ein bisschen im Top-Rank-Kreis immer angesiedelt gewesen, das ist auch bei anderen Hackerspaces in Schleswig-Holstein meistens so. Im Moment ist es so, dass wir über die Toppoint ganz viele Hardware-Spenden bekommen haben, die wir teilweise verteilen. Das ist so ein bisschen noch die Keimzelle und da ist auch viel los. Ist in der letzten Zeit natürlich ein bisschen ruhiger geworden, aber grundsätzlich kann man sagen, Freifunk ist ein Projekt in der Toppoint, aber kein offizielles Toppoint-Projekt. Also wer mit Freifunk in Berührung kommen will, der ist bei uns gut aufgehoben. Genau. Und wir haben halt versucht zu finden, wo der Fehler da war. Wir haben es dann ein, zweimal mit Gegentreten und Neustarten so ein bisschen versucht hinzukriegen, aber es lag dann an was anderem und da müssen wir nochmal sozial quasi bei den entsprechenden nachhaken und gucken, was da klemmt. Also eure eigene Security hat euch ausgestellt. Ja. Genau. Habt ihr noch eine Idee? Ich vergesse immer gerne so ein paar Details. Achso, man kann auch wunderbar, genau, die Toppoint ist auch ein wunderbarer Coworking-Space für Mitglieder, die da Zugang haben. Also es gibt da sehr viele Studenten, die da gerne morgens mal sitzen und ihre Aufgaben in Ruhe machen können. Meistens ist es dann so, wenn da jemand dazukommt, dann schnackt man auch wieder ein bisschen. Aber ich habe da auch schon meine Abschlussarbeit zum Beispiel in Ruhe schreiben können, das Whiteboard benutzt, die Folien auf dem Beamer getestet und das Testpublikum ist da auch sehr kritisch. Das heißt, man bekommt sehr gute, konstruktive Kritik für die Sachen, die man dann präsentieren möchte. Ja, mal so eine kleine Frage zwischendurch. Wie alt sollte man da rein sein, wenn man da Interesse dran hat? Gibt es dafür verschiedene Altersgruppen, unterschiedliche Angebote? Und wie kommt man denn auf euch zu? Also wie kann man euch denn erreichen? Mal fragen, welches technische Know-how ist denn auch relevant oder wird denn erwartet, damit man überhaupt mitspielen darf bei euch? Also mitspielen darf jeder, von jedem Alter auch. Also da sind wir auch sehr offen für. Wir hatten auch mal viel Jugendarbeit. Wie gesagt, es ist alles natürlich ein bisschen zurückgegangen gerade, aber es gibt halt immer noch Aktivität überall. Das Einfachste ist einfach, glaube ich, vorbeizukommen oder sich über die Kanäle, die man auf der Webseite auch finden kann, mal Hallo zu sagen, sich irgendwie erkenntlich zu machen. Wir haben auch so ein inoffizielles Mentoring-Programm, dass wenn man sich da meldet und quasi sagt, man hätte da so ein bisschen Bedarf, dann wird man auch gerne an die Hand genommen und ein bisschen durchgeführt. Also wir machen da individuell dann so die eine oder andere Einführung und zeigen auch gerne mal, was da so alles los ist. Also mit einfach mal vorbeikommen heißt das, ihr seid quasi 24/7 da vor Ort erreichbar? Nee, das leider nicht. Auch aus Datenschutzgründen ist nicht immer sichtbar von außen, wer wann wie wo da ist. Es gibt ja, wie gesagt, feste Angebote. Da einfach mal in dem Kalender gucken und gucken, wenn da sowas ist und dann mal vorbeikommen oder wie gesagt mal eine E-Mail schreiben und sich bemerkbar machen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Also wir haben leider nicht so eine 24/7 Bereitschaft. Gut, wir haben jetzt online keine weiteren Fragen. Hier im Augenblick sehe ich auch keine im Raum. Vielen Dank für die Projektkurzvorstellung und noch viel Spaß auf dem Kieler Linux. Danke.